Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wollen jetzt einmal hier im Tanzenden Nomaden mit Jesper reden und gucken, wie es ihm geht. Und danach nochmal in die Unterstadt. Mal gucken, ob wir da in der Lage sind, schon gegen die Dings da weiter zu kämpfen. Wo habe ich das denn hingepackt? Werter Herr Wirt. Malfas zum Gruß. Habt ihr meinen Kumpan gesehen? Ihr meint den Schönling, richtig? Ja, den habe ich tatsächlich gesehen. Er war bis vor kurzem noch hier. Saß den ganzen Tag hier rum und hat gebechert und geraucht, als gehe morgen die Welt unter, ich sag's euch. Und irgendwann ist er dann aber gegangen. Er sah mitgenommen aus, sagtet ihr? Schatten unter den Augen, gebeugter Gang. Ich bin kein Apothekarius, aber ja, er hat sicher schon mal bessere Tage gesehen. Das kann ich mir vorstellen, aber irgendeine Idee, wo er vielleicht hingegangen sein könnte? Nein, woher denn? Die wenigsten Zecher melden sich bei mir ab. Aber er sah für mich wie ein Mann aus, der noch eine Weile lang unterwegs sein wird, also... Ich würde mich mal in ein paar anderen Schenken umschauen. Jesper im fetten Leoren suchen, im falschen Hund suchen, der silbernen Wolke suchen. Heute Met im Angebot. Okay, suchen wir mal Jesper. Ich will wissen, wie es ihm geht. So, im fetten Leoren gehen wir zuerst mal rein. Das hier müsste... Ne, der fette Leore war im Adelsviertel, oder? Zum falschen Hund müssen wir auch nochmal. Unterstadt so oder so gleich. Ich will ja auch in der Arena weiterkommen. Adelsviertel. Lest Bücher, erforscht alte Ruinen und achtet genau darauf, was euch auf euren Reisen erzählt wird. Da bin ich Meister drin. Darauf zu achten, was mir erzählt wird, weil... Ich habe bisher noch nie irgendwas vergessen oder durcheinander gebracht. In irgendwelchen Spielen, Let's Plays, so, ist noch nie passiert. So viel zu tun. Dankeschön. Werdet jetzt beim fetten Leon suchen? Ist er hier? Einen guten Tropfen bekommt ihr hier. Ja? Schreitet wohl. Schreitet wohl. Mal fast zum Gruß. Beehrt uns bald wieder. Belfi Wittgen, Beermann Wittgen. Ach, die sind verwandt oder verheiratet. Oder? Okay, dann gehen wir mal zum falschen Hund. Zwischen Unrat und roten Metallen. So viele fremde Gesichter. Na, das ist doch schön. Wenigstens einer, der sich über Fremdländer freut. Fremdländer können ja auch mal eine Kultur bereichern. Ein auf einen blockenden Gegner geschwungener kraftvoller Angriff durchbricht dessen Block. Da bin ich auch Meister drin, so Angriffe bedacht oder bewusst zu machen. Kommt zu ihr! Hm? Psionik und Entropie sind auf Enderal verboten. Und dennoch benutzen das einige. Aber was ist Entropie und Psionik eigentlich genau für eine Art Magie? Denn vor Enderal habe ich noch nie was von den Begriffen überhaupt gehört. Vielleicht ist das auch im Fantasy oder so... doch geläufiger, nur ich bin in dem Fall dann ungebildet, wie in den meisten Fällen tatsächlich sogar.
tut mir leid auch dafür. Aber ich gebe mir Mühe, irgendwie besser oder mal schlauer zu werden. So, und auch mal irgendwie einzusehen, wenn ich irgendwas falsch erzähle oder sowas. Oder irgendwie falsch verstanden habe. Einen Obolus? Kann es sein, dass deine Klamotten komplett schwarz sind, Kleine? Was glotzt dir so? Ich glotze gar nicht. So, willkommen im falschen Hund. Spielmann? Beendet jetzt beim falschen Hund suchen. Hier ist er auch nicht, ne? Ah, der Hehler. Hm? Ich habe etwas gefunden. Habt ihr das? Na, dann zeigt mal her. Ich hoffe, ich kann Ihnen die Sachen verkaufen, die ich habe. Der hat Liebestunika, Eisenschlacht. Warte mal, ich guck mal erstmal, was hat er überhaupt? Flussheimer Honigwein. Wir haben jetzt erstmal so oder so nicht genug Groschen. Okay, hier, Liebestunika, Eisenschlachtaxt, Feinlederkapuze, Feinlederstiefel, Lederharnisch, Stahlharnisch, Dietriche, Goldbahn. Okay, ihm kann ich die Sachen hier verkaufen. Konstitution, Verbergung, Manipulation. Ring des Magiewiderstands, des Manas, und den kann ich jetzt nicht mehr verkaufen. Den hier aber noch. So, ein paar Dietriche vielleicht. Wie viel brauche ich nochmal für das da? Des Schattenmagiers. 189. Passt. Verdammtes unsichere Straßen. So viel zu tun. Die Hallo? Taten voll. Alle anderen sind hier durchgestrichen. Ja, zwei Namen für das. Was wollt ihr hier? Begafft jemand anderen? Okay, wir gehen dann jetzt mal einmal kurz zum Dingens. Nicht Barackenplatz, zur Arena. Ich will mal gucken, ob wir wirklich schon in der Lage sind, da weiterzukämpfen, gegen die anzukommen. Madame. Aschenlauf. Verschleierter Magier. Was war mit dem nochmal? Werde ich von den Stahlkrabben, würden wir uns nicht verhalten. Ich suche Wissen. Wissen? Na schön, vielleicht gibt es da das ein oder andere, was ich euch zeigen kann. Aber ich sag's euch gleich, es wird nicht billig. Okay, mal gucken. Entropie? Psionik. Dämonenherz. Bogenbeschwören. Chaos Nova. Dolchbeschwören. Panik, psionische Druckwelle. Schlachtaxt beschwören. Traumfresser wiederbeleben. Okay, er hat nichts, was ich brauche. Ja, die Tänzerin? Ich will auch so ein tolles Schwert. Das ist so fies, echt? Warum ist das fies? Ich hab's ehrlich geklaut. Silberne Wolke. Ah, hier. Hier ist er wahrscheinlich. Im Puff.
Da ist er. Nee, ist er nicht. Da, doch, da ist er. Na, sowas. Wenn das nicht die heilige Prophetin ist. Was machst du hier? Brauchst du auch eine kleine Auszeit? Verschwinde, mein Freund und ich müssen sprechen. Den Prostituierten 50 Groschen geben. Bitte geht, mein Freund und ich müssen sprechen. Was geht hier vor? Na, was wohl? Wir amüsieren uns. Darf ich vorstellen? Das ist Asha, das ist Leandra und das ist Moray. Asha Leandra, kommt aus Asha? Führer, weißt du? Ein Hoch auf die Asha, Königin der Wüste. Du solltest mitmachen, mein schönes Fräulein. Wir haben sehr viel Spaß hier. Komm. Hey, aber wir haben doch gerade erst angefangen. Es ist wichtig, Jasper. Du bist manchmal viel zu ernst. Weißt du das eigentlich? Ja. Es gibt Momente, in denen muss man einfach in das Leben eintauchen. Das hat nichts mehr mit Eintauchen zu tun. Das ist widerlich. Mit Glimmerkappenstaub, das ist verdammt gefährlich. Es gibt einen Unterschied zwischen Eintauchen und sich gehen lassen. Ach was, ich genieße. Solltest du vielleicht auch mal probieren. Wer weiß, wie viel Zeit uns dafür noch bleibt. Was willst du überhaupt? Wieso bist du hier? Ich wollte nach dir sehen. Ich dachte, nach allem, was passiert ist, würdest du vielleicht mit mir sprechen wollen. Ah, richtig, sprechen. Sprechen ist gut, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das Ganze hier, dir geht es um die Sache mit Adila, oder? Vielleicht. Vielleicht scheiße ich aber auch auf Adila. Vielleicht scheiße ich sogar auf euch alle. Und warte nur auf den richtigen Moment, euch zu verraten. Wer weiß das schon. Das ist ja das Schöne am Leben. Man weiß nie, welche Wege es geht. Jesper, was soll das? Du bist nicht du selbst. Reiß dich zusammen, das ist würdelos. Bin ich nicht? Was wäre, wenn das, was du hier siehst, die ungeschminkte Wahrheit ist, wer ich wirklich bin? Würdest du dann immer noch hier stehen und mit mir reden? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du mich wirklich kennen würdest, wärst du schon längst über alle Berge. Was soll der Unsinn? Wir sind Freunde, daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Freunde? Du willst es wirklich nicht kapieren, oder? Ich glaube in dem Moment nicht. Lass mich nachdenken, wie ich es dir am besten erklären kann. Ja, lauf einmal um mich herum. Vier Worte. Es ist mir egal. Es ist mir egal, woher meine Aufträge kommen oder was ich dabei tun muss, solange die Bezahlung gut ist. Es ist mir egal, ob der Bettler vor der Taverne am Hunger verreckt, solange ich drin mein Bier genießen kann. Und es ist mir egal, wenn Menschen, die glauben, sie seien mir irgendwie wichtig, vor die Hunde gehen, weil sie mir egal sind. Adila ist tot? Scheiß drauf! Damit lebt wenigstens niemand mehr, der kapiert hat, was ich wirklich bin. Lysia, sie war die Erste. Ich habe mir von ihr genommen, was ich wollte, und sie zurückgelassen, so wie all die anderen auch. All die anderen? Was meinst du? Hast du dich nie gefragt, warum ich immer alleine bin? Loyalität, Freundschaft, Liebe. Wir sind alle allein. Nur scheine ich der Einzige zu sein, der das verdammt nochmal kapiert hat. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Die Hohen haben Adila zu dem getrieben, was sie getan hat, nicht du? Die Hohen. Ja, die Hohen. Als das mit unserer Familie passiert ist. Sie war so verwundbar. So verloren. Noch viel mehr als ich.
Aber glaubst du, ich habe etwas getan, um sie aufzufangen? Ich habe mich nur um mich gekümmert, von Anfang an. Was Adela getan hat, was sie geworden ist, das ging doch nicht von heute auf morgen. Ich habe es immer gespürt, aber ich habe ihr nie geschrieben, nie nach ihr gesehen. Und weißt du auch warum? Nicht, weil es keine Möglichkeit dazu gegeben hat. Nicht, weil ich Angst davor hatte. Das sind doch nur die Ausreden, die wir uns erzählen, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Ich habe es getan, weil ich keine Lust hatte. Keine Lust auf den Ärger, keine Lust auf den Stress, keine Lust auf gar nichts! Genau wie bei Lysia auch. Aber Lysia hat dich doch verlassen, nicht du sie. Wir waren auf einer Mission in Goldenforst und hatten gerade Lager für die Nacht gemacht. Es war kurz nachdem wir feststellten, dass sie und ich unterschiedliche Erwartungen hatten. Dementsprechend war natürlich auch die Stimmung. Ich bin gegangen, um Feuerholz zu sammeln, und als ich wiederkam, hatte ein halbes Dutzend Banditen das Lager überfallen und Lysia niedergeschlagen. Sie hat noch gelebt. Ich habe es gesehen. Sie hat mich angesehen, verdammte Scheiße. Aber ich bin gerannt. Ich habe mich umgedreht und bin einfach gerannt. Was haben die Banditen mit ihr gemacht? Ich weiß es nicht. Ich bin nie zurückgegangen. Nie. Aber warum? Warum nicht? Was interessiert mich schon, was aus den Menschen wird? Die glauben, sie bedeuten mir etwas. Es ist, wie Adela es gesagt hat. Mein Leben hat einen einzigen Inhalt. Und der bin ich. Es waren 6-1. Hättest du denn überhaupt was tun können? Ist das denn wichtig? Ich habe keinen Augenblick darüber nachgedacht. Keinen. Du hast Angst bekommen, das war nicht heldenhaft, aber nur menschlich. Jeder macht Fehler, wichtig ist nur, dass man daraus lernt. Sag das Lysia. Glaubst du, bei uns war das anders? Ich habe dich gesehen und habe gespürt, dass mit dir Gold zu machen ist. Dass du besonders bist. Und hätte mir dieser Koarek dein Leben gegen meines angeboten, glaubst du, ich hätte auch nur eine Sekunde nachgedacht? Du denkst, wir sind Freunde oder was auch immer. Aber das sind wir nicht. All das hier hat längst aufgehört, lukrativ oder spaßig zu sein. Du bist hier, weil du an unsere Mission glaubst. Das ist doch nicht wahr. Du machst dir Vorwürfe, weil du das mit Adela nicht hast kommen sehen. Dann sollten wir zukünftig wohl getrennte Wege gehen? Ich dachte immer, zwischen uns wäre mehr. Ich probiere mal das aus. Dann hast du wohl falsch gedacht. Aber all das hat schon längst aufgehört, lukrativ oder spaßig zu sein. Man kann sich auch alles schönreden. Du machst mich zu etwas, das ich nicht bin. Das ich nie war. Ich bin keiner von den Guten. Und du? Du bildest dir ein, mich zu kennen, aber das tust du nicht. Adela und Lysia, das ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Entschuldige mich jetzt bitte, in Ordnung? Ich muss weg von hier, weg von dieser Stadt, weg von diesen Menschen, weg von allem. Was war das? Achso, er. Beendet jeder Tag wie der letzte, Teil 4. Was war das jetzt? Hier möchte wohl jemand nicht gestört werden. Okay, da haben Leute Spaß. Nachvollziehen, dass er anfängt so zu reden. Ich glaube, wenn Menschen irgendwie psychisch, sagen wir mal, so einen kleinen Schaden bekommen hatten, sage ich jetzt mal,
so, weil denen irgendwas weggenommen wurde, irgendwas komplett auf die Psyche ging, sag ich jetzt mal. Dann spricht man auch ein bisschen komischer. Staub. Dann machen wir das mit rascher. Wohnbaracke? Nee, da wollten wir nicht hin. Einen Groschen mit ab. Bitte nur einen. Da müsste es zur Arena gehen, oder? Ich will es mal riskieren. Marktplatz. Mich jetzt erschrocken. Weitergehen. Ah, ihr. Jude? Danke nochmal für eure Hilfe. Kein Thema. Ich hätte die Unterstadt jetzt eine Menge Witwen und Witwer mehr. War die schon im Schlagloch? Ein Haufen Idioten, die sich gegenseitig für ein paar Groschen die Zähne einschlagen. Was? Ja, ich möchte zum Schlagloch. Das war, glaube ich, hier im Damm, oder? Pechgrube. Wo geht's zum Schlagloch? Nochmal. Ach, hier. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Haus der Apothekari? Geh ich mal hier hin. Ist dann halt von der Hauptquest, aber... Schert euch davon! Tja. Ich will auch nichts von euch. Es muss doch irgendeine Lösung dafür geben. Also darf ich hier einfach rein? Es muss. Hallo! Wer seid ihr? Ihr kommt nicht von hier, das sieht man euch an. Ja, tue ich auch nicht. Ich arbeite für den Heiligen Orden. Ach, sieh mal einer an. Und, was bringt euch hierher? Habt ihr bei all dem Schmutz keine Angst um eure feinen Gewänder? Habe ich nicht. Ich bin hier, weil ich nach etwas suche, von dem ich glaube, dass euer Bund es hat. Nämlich einen schwarzen Stein. Wisst ihr etwas davon? Was? Nein. Und ich weiß auch nicht, warum zum Henker ihr sie finden wollt. Jedes Kind weiß doch, dass sie verflucht sind. Und jetzt geht. Wir haben hier alle Hände voll zu tun. Gut, Kalia? Der Sonne sei Dank, endlich finde ich dich. Ich muss mit dir sprechen, es ist dringend. Kalia, wie? Ich bin dir gefolgt. Es geht um deine Mission. Ich weiß, dass der Großmeister dir aufgetragen hat, die schwarzen Steine zu finden. Und ich glaube, ich weiß, wo der eine ist, den du hier zu finden hoffst. Tatsächlich? Und wo? Weit weg von hier. Und ich kann dir zeigen, wo. Der Punkt ist nur, dass niemand davon erfahren darf. Versprich mir das und ich sage dir, was ich weiß. Ich mag die Geheimnishurei nicht, aber gut, ich verspreche es dir. Ja gut, ich verspreche es dir. Danke. Glaub mir, mir schmeckt das so wenig wie dir. Aber es geht nicht anders. Komm mit. Okay. Ich folge dir. Kann man denen irgendwie hier in der Unterstadt überhaupt helfen? Ich war als Kind einmal hier. Die Apothekarii haben mir damals einen Kanten Brot gegeben, bevor sie mich wieder auf die Straße geschickt haben. Heute wirken die Jahre hier so ewig weit weg. Es ist viel zu leicht, die Kehrseite der Medaille zu vergessen, wenn man erstmal genug Abstand von ihr hat. So, hier ist es besser. Hier? Also, ist dir der Name Dalgalar ein Begriff? Der Armenheiler. Ja, man kennt ihn sogar auf Nerim. Armenheiler. So nennen ihn manche, ja. Aber das wird ihm nicht gerecht. Dalgalar half jedem, ungeachtet seines Wohlstands. Und der einzige Unterschied war, dass er die Reichen bezahlen ließ und die Armen kostenlos behandelte. Weißt du auch, warum er Ark damals verlassen hat? Vage. Hatte er nicht irgendeinen Streit mit dem Bund? Wegen seiner Methoden? Richtig, ja.
Für ihn heiligte der Zweck die Mitte. Einem verletzten Soldaten soll er zum Beispiel ein verlorenes Bein durch ein neues aus Trollknochen und totem Fleisch geschaffen haben. Der Bund hielt solche Praktiken für wegelos, aber Dalgalar wollte nicht einlenken und so kam es zu dem Bruch. Er verließ Ark und bezog ein abgelegenes Schloss im Nordwindgebirge. Ich glaube kaum, dass der Soldat ein Leben als Krüppel bevorzugt hätte. Sehe ich ähnlich. Aber der Mensch fürchtet das Unbekannte. So war es schon immer. Den Rest der Geschichte kennst du ja vermutlich. Auf seinem Schloss begann er sich irgendwann abzuschotten. Und irgendwann verschloss er die Tore. Und von ihm und seinen Dienern ward nie mehr gesehen. Die Apothekarii schieben das auf seine Exzentrik. Aber ich glaube, dass mehr dahinter steckt. Lass mich raten, du glaubst, der Stein ist irgendwie in die ganze Geschichte verwoben, richtig? Ich weiß es. Kürzlich habe ich die Aufzeichnungen eines der wenigen Lehrlinge, die ihn in den Norden begleitet haben, gelesen. Und hier wird es interessant. Dalgalar forschte in seinem Schloss an etwas, das er den Engel nannte. Niemand außer ihm durfte seiner Herstellung beiwohnen und er heuerte Söldner an, um ihm allerlei Dinge für die Forschungen daran zu bringen. Bücher, seltene Kräuter, Relikte, dergleichen. Und eines dieser Relikte war ein kleiner dunkler Stein, glänzend wie die Haut eines Aals. Der schwarze Stein. Und du glaubst, er ist immer noch in diesem Schloss? Ja. Was denkst du, Saira? Das klingt doch nach einer Fährte, oder? Definitiv, aber warum jetzt all die Geheimnistuerei? Auf die Frage habe ich gewartet. Aber gut, keine halben Sachen mehr. Ich interessiere mich dafür, weil es ein Gerücht darüber gibt, was genau dieser Engel werden sollte. Und was? Ein Talisman. Und zwar einer, der es seinem Träger ermöglicht, jede erdenkliche Krankheit dieser Welt zu heilen. Selbst Fleischmagen, Gelbfieber oder den schwarzen Tod. Einfach alle. Und ich will den Engel finden, Saira. Ich glaube, ich weiß warum, um den Dämon loszuwerden, der in dir haust, oder? Ist es nicht offensichtlich? Weil ich Heilung will. Du willst diesen Wesen in dir verbannen, richtig? Ja. Wenn es auch nur den Hauch einer Chance gibt, dass da draußen irgendetwas existiert, das mich davon befreien kann, muss ich sie nutzen. Und deshalb darf der Orden auch nicht davon erfahren. Sie würden das Artefakt konfiszieren und untersuchen, noch bevor ich herausfinden könnte, wie es funktioniert. Und was soll ich schon sagen, wenn sie mich fragen, wofür ich es benötige? Niemand darf die Wahrheit erfahren, nicht bis dieses Wesen gebannt ist. Und jetzt genug von meinen Beweggründen, Saira. Wir müssen planen, wie wir weiter vorgehen. Du hast recht. Wie kommen wir zu Dalgaras Schloss? Es ist im Norden, richtig? Ja. Ich habe eine Karte, die uns den Weg von der Schneefels-Taverne aus weist. Geh dich ausrüsten und triff mich dann einfach dort. Und danke. Es tut gut zu wissen, dass ich in der Sache nicht alleine bin. Kein Thema. Ich möchte dich jetzt auch nicht verlieren. Schneefels-Taverne treffen. Okay, jetzt möchte ich aber zum Schlagloch. Ich möchte jetzt mal gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Geht's denn zum Schlagloch nochmal? Ich hab's vergessen. Arenaplatz. Ah, okay, da lang. Okay, Marktplatz? Also nicht am zum Marktplatz. Arenaplatz, okay. War die schon im Schlagloch? Ein Haufen Idioten, die sich gegenseitig für ein paar Groschen die Zähne einschlagen. Muss ich hier durch? Maddox? Wasserwerk. Ich glaube, hier bin ich falsch. Das ist ein Ausgang. Wo ging es nochmal zum Schlagloch? Man sagt, die Ralata hört gerade seltener an. Jeder mit offenen Empfunden anstand sollte. Gibt es hier Schilder? Mir sagen, wohin? Arenaplatz, hier war das. Okay, ich hab's gefunden.
Tealoa Arantial ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Truchessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. So, Schlagloch. Weitergehen. Ja, ja. Speicher einmal und dann reden wir mit der guten Dame hier. Rascha. Ah, ihr kommt gerade recht. Wie sieht's aus? Ein Kampf steht an und ihr wärt ein geeigneter Kandidat. Wer ist mein Gegner? Zwillinge. Zwei gegen ein? Ja, aber so wie ihr kämpft, denke ich, dass ihr eine Chance habt. Gefährlich wird's aber trotzdem. Also, was sagt ihr? Legen wir los. Gut. Geht runter und macht euch warm. Wir holen euch, wenn's soweit ist. Ich hoffe, dieses Mal schaffe ich das auch. Mesdames und Messieurs, herzlich willkommen im Schlagloch. Ihr wisst, wer ich bin. Ich weiß, wer ihr seid. Und vor allem weiß ich, warum ihr heute hier seid. Weil ihr einen Kampf sehen wollt. Heute kämpfen zwei bekannte Gesichter gegen ein weniger bekanntes, das ihr aber nichtsdestotrotz bereits in eure Herzen geschlossen habt. Die Zwillinge gegen die mysteriöse Kriegerin, die sich die Todesviper nennt. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Es geht um Gold und um Blut. Zeit, euch zu geben, wonach euch dürstet. Krieger, kämpft! So, komm. Könnte ich das schaffen? Der erste ist schon mal weg. Alter, geil! Ich glaube, ich darf nicht besuchen, oder? Wir haben es geschafft. Kampfgeld bei Rascha abholen. Wir essen nochmal. Komm, wir gönnen uns nochmal ein Krustenbrot. Nice. Warte mal, wo führt das hier nochmal hin? Benötigt einen Schlüssel. Ah, hier ist eine sichere Truhe. Diebesgut durchsuchen. Okay, nochmal speichern. Ich will gucken, ob da noch mehr geht. Na, da ist aber einer. Was wollt ihr? Mein Anteil, ich habe eben gekämpft und gewonnen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ah, richtig. Entschuldigung. Ich war in Gedanken woanders. Hier bitte. Gibt's sonst noch was? Habt ihr schon eine Ahnung, wann der nächste Kampf ist in etwa? Ihr wirkt wirklich etwas neben der Spur. Ist das wegen diesem Kerl, dem Eterna? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Jedenfalls geht es euch einen feuchten Dreck an. Okay, habt ihr schon eine Ahnung, wann der nächste Kampf ist? Ein, zwei Tage vielleicht. Ja, ja, ich weiß, ihr würdet am liebsten gleich jetzt wieder in den Ring. Aber wenn wir jede Minute einen Kampf veranstalten, verliert die Menge irgendwann das Interesse. Und das Geld. Kommt einfach morgen oder übermorgen wieder, wie letztes Mal auch. Okay, bis dann. Partiemeister Kinell, Jugendkämpfer. Greta Gassenhauer? Die Prostituierte? Kann ich auch nicht anquatschen. Trommler? Krieg auf Nerim, Krieg auf Kileh. Roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Seid ihr euch nicht zu fein für sowas? Nö. Ich bin mir da nicht zu fein. Geht weiter. Jaha. Geht weiter. Jaha. Westkanal. Westkanal?
hier irgendwie einen Knopf? Irgendwas, womit ich das hier aufmachen kann? Ein Hebel, Knopf, Schalter, irgendwas? Hier gibt's nichts dergleichen. Wie kommt man in den Westkanal? Wie öffnet man das? Muss einen anderen Weg finden. Aber erst einmal gehen wir einfach raus. Altes Lager. Wo ist das neue Lager und das Sumpflager? Die denkt wohl, sie ist Vatrinarius persönlich. Stadt, altes Wasserwerk. Gehen wir da mal hier durch. Kommt man hier auch zum Westkanal? Altes Wasserwerk. Greift er mich einfach nochmal an, wie unglaublich. So, gibt's hier noch jemanden? Hier gab's doch mehr. Oder auch nicht. Da waren wir schon. Sachen wieder neu gespawnt. Nicht alles. Adelsviertel. Elementarkreaturen entstehen an Orten mit großer Magie, sind sowohl aggressiv als auch höchst gefährlich. Einen Groschen mit am... Alter, schreck mich nicht. Bitte nur einen. Malphas zum Gruß. Malphas zum Gruß. Okay, warte mal. Dann müssen wir jetzt... Schneefelstaverne. Hm? Machen wir uns dahin mal auf den Weg. Wenn es dunkel wird. Aber ich bin neugierig. Und ich hoffe, wir kriegen wirklich die Daedra-Rüstung. Ich möchte einmal wissen, wie die hier heißen. Und Malphas zum Gruß. Malphas zum Gruß. Denn wenn ich die habe, dann brauche ich die Schattenstahl-Rüstung nicht mehr. Auch wenn ich Schattenstahl cool finde. Auch allein vom Namen. Nur, Ebenerz klingt einfach ein bisschen mündiger, sage ich jetzt mal. Lest Bücher, während einige da, ja, okay. Das Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Ich hoffe, Wirbelsturm geht gut. Ja, Wirbelsturm heißt jetzt anders. Apropos Wirbelsturm. Malphas zum Gruß. So. Wir sind schon länger nicht mehr geritten. Ich hoffe, wir sehen aber Jesper noch mal wieder. Warte mal. Schreitet wohl! Das ist doch Kalia.
Ja? Okay, nichts Neues. Was hat sie da eigentlich für ein Schwert? Okay, sie läuft hier entlang. Ich lauf mal vor. Denn ich habe die Sorge, wenn wir jetzt mit ihr zusammenlaufen, dass ihr irgendwas passieren könnte, wenn wir angegriffen werden. Obwohl, ne, die müsste eigentlich eine unsterbliche Person sein, ne? Hier, Krabbe. Auch in den Boden reingeglitscht. Und Wölfe sind auch noch in der Nähe. Beziehungsweise Pirscher sind das. Sind das Pirscher oder Wölfe? So, wir sind jetzt hier. Hier am besten Richtung Norden geht. Das ist Süden, also die Richtung. Hier sind wir auch schon Ewigkeit nicht mehr rumgelaufen. Mal gucken, ob wir angegriffen werden. Schneefels, Kornhof, Nebelheim, Flussheim. Komm, Richtung Schneefels. Biegen wir hier jetzt ab? Angegriffen. Dietrich. Warte mal, wir brauchen ja für Holzblock. 7 Stück davon. War da was? 1. Zwei. Dann jetzt die 3. Einmal noch. So. Dann müssten wir jetzt 8 Stück haben, wo wir nur 7 brauchen. Warte mal, die habe ich noch nicht durchsucht. Der hat nichts. Dietrich. Eispranke. Wie kommen wir da am besten hin? Bim.
Ich finde es super. Aber auch krass, wie gut die manchmal versteckt sind. So, bei welchem Juratentum sind wir jetzt? Den hier, okay. Das heißt, müssen wir jetzt durch den Flüsterwald oder Düstertal am besten? Düstertal gehen wir mal gleich. Da haben wir am wenigsten was erkundet. Okay, hier ist ein Bär in der Nähe. Grenze des Herzlands. Ja, okay, doch jetzt. So, Genesungstrank. Mana-Trank brauchen wir. Wir nutzen eigentlich gar keine Magie hier. Ich glaube, Magie ist hier aber auch, wenn man das nutzt, extrem overpowered. Und die haben das dann mit dem Ding. Warte mal. Wir sind schon im Flüsterwald. Bieg mal hier ab. Gehen wir ins Düstertal. Und ich glaube wirklich, Magie kann hier sehr overpowered sein. Richtig OP. Und um das einzugrenzen, hat man das mit einem Arkanistenfieber hier gemacht. Damit man es nicht mit der Magie übertreibt. Vor allem, wenn wir uns das hier ansehen. Arkanistenfieber ist ja... Oh, klasse. Klingenbrecherin bin ich jetzt. 78 Handwerkspunkte, 82 Lernpunkte und Stufe 38. Okay. Rhetorik sind wir bei 30. Schlösserknacken 36. Werden wir es hinkriegen, hier alles auf 100% zu kriegen? Also ich glaube nicht. Aber schwere Rüstung möchte ich auf jeden Fall relativ weit hoch haben. Einhand möchte ich relativ weit hoch haben. Parade würde ich auch gerne machen. Aber wenn Arkanistenfieber auf 100% ist, ist das dann ja so, dass man dann direkt stirbt, oder? Da war doch irgendwie sowas in Richtung. Ach, hier gab es allgemein nichts, kann das sein? In dem Bereich. Außer da hinten irgendwo noch ein Turm. Irgendwo auch noch vor allem. Und wir müssen mal die Bücher der Mythen und Legenden mal durchlesen. Um dann zu erfahren, wo die sind, die wir suchen, die Legenden. Die würde ich auch gerne mal alle finden. Okay, wir laufen drüber, aber nehmen gar keinen Schaden gerade. Irgendwas habe ich richtig gemacht, wahrscheinlich. Was selten ist. So. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Genau, das Holzwerk.
So, und da irgendwo oben war doch Nebelheim, oder? Beziehungsweise, wenn ich jetzt hier nochmal... gerade Nebelheim. Da ist Nebelheim. Da. Okay, dieses Symbol bedeutet Stadt. Okay. Gibt es hier noch mehr Städte? Außer jetzt hier noch Flussheim und Ark. Der Ark hat sehr viele von den Symbolen. Der Flussheim hat so ein Symbol. Warum hat dann eigentlich Nebelheim so ein Symbol? Wahrscheinlich, weil da niemand mehr lebt, oder? Ich finde es aber auch interessant, dass Enderal für einen Kontinent relativ wenig Städte hat, sage ich jetzt mal, oder Dörfer. Muss man sich auch überlegen, dann wie klein ist denn dann eigentlich der Planet an sich? Oder wenn es halt so klein ist, aus wie viel Wasser besteht das dann? Wo wir haben ja die Map gesehen, also die Kontinente sind schon eigentlich relativ gut gefüllt mit Landmasse, sage ich jetzt mal so. Auch so ungefähr 2/3 ist nur Wasser, so wie auf unserer Erde. Dann muss der Planet eigentlich an sich richtig klein sein. Mist. Aus dem Weg. Warte. Eisplanke gönnen wir uns. Die brauchen wir jetzt ganz dringend. Um den auch noch loszuwerden. Habe ich jetzt umsonst verschwendet? Seelenstein, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Warte. Arkanistenfieber 7%. Stunde. So, warte mal, wo? Ah, okay, wir waren unter der Unterführung und dann so und dann gleich links abbiegen. Stimmt, über diese Naturbrücke müssen wir. Nebelheimer Kanalisationsausgang. Wir sind jetzt hier bei Nebelheim, ne? Da oben. Da müssen wir lang. Da hinten ist auch noch irgendwas. Können wir von hier aus irgendwie... Da ist auf jeden Fall eine Statue. Irgendwas Großes. Irgendwas mit der Hand.
Da ist auch noch ein großes Gebäude. Was ist denn da? Der lebende Tempel. Stimmt, da waren wir ja schon. Kristallwald. Müssen wir diesen Weg gehen oder den anderen Weg? Gleich. Beziehungsweise... Später, meine ich. Hier chillen. Was soll denn das? Ich will die Kamera nicht so haben. Bei manchen Animationen dann hier sowas passiert. Dass die Kamera einfach umgestellt wird. Das gefällt mir wiederum nicht. Nur ein. Wo ist hin? Da. Autsch. Pfeife, Silberschwert. Komm, ich will da hoch. Ich höre hier noch irgendwas rumlaufen. Bestimmt eine Königskrabbe. Mana-Trank. Haben die hier irgendwas neu? So, er liegt hier. Er hat aber auch nichts. Das ist aber gemein von denen, direkt hier an der Straße. Aber da wären wir. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal Schluss für heute. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Thank you.